Warum heißt ein Programm Sonntagskinder? Und ich mache es kurz, weil ich eins bin. Ich bin natürlich ein Sonntagskind, sonst würde ich mich nicht trauen. Ich bin ein Muttertagskind. Sonst hätte ich den Titel nicht gewählt. Vielleicht lag es daran, dass meine Mutter unter der Woche keine Zeit gehabt hat. Und weil meine Mutter mir auch erzählt hat, dass dann wirklich, also ganz knapp vorm Montag, und da hat sie dann schon zum Arzt gemeint, also nicht besser, jetzt geben wir aber Gas. Wäre ich an einem Mittwoch auf die Welt gekommen, hätte ich das Programm nicht Mittwochkinder getauft, weil ein Mittwoch ist, ist nicht viel. An einem Freitag um 23.20 Uhr, Party. Mama war vorher noch Vorhänge aufhängen im Wohnzimmer und der Papa war gerade in Rom und darüber regt sie sich heute noch auf. Der war gar nicht da bei deiner Geburt. So hat das schon angefangen. Ich weiß es leider nicht mehr, nachdem meine Eltern nicht leben, glaube ich, wird es mir auch niemand mehr sagen. Ich müsste also dann wirklich schauen vom Geburtsdatum und dann alles zurückgehen, aber... Googeln? Ja, aber ist eigentlich wurscht. Googeln ist für mich halt schwer, müsste ich meine Frau fragen. Ich weiß auch nicht, wie es geht und so. Aber wenn schnell was gegoogelt gehört und die Frau ist da, dann macht die das für mich. Ja, ja. Was ist, wenn sie ohne Frau unterwegs sind? Dann google ich nicht. Dann sage ich halt, es interessiert mich nicht und lüge halt. Dem kannst du einen Briefdaum schicken, der hat auch kein Mail. Ja, und wie ich ihn eingeladen habe, daher hat er gesagt, warte, ich muss Elisabeth fragen, ob wir Zeit haben. Jetzt checkt er alles seine Frau. Meine Frau sagt, es wird überbewertet, ein Sonntagskind zu sein, aber ich sage jetzt, als Betroffener spürst du das. Es ist was anderes. Ja? Ich würde jetzt sagen, du bist mehr wert, aber es ist anders. Ja? Also die Andrea sagt, es ist überbewertet, Andrea ist am Freitag auf die Welt gekommen, muss ich sagen. Ja? Am 13. und das spürst du auch. Ja? Wir wissen, dass die Frau nicht wirklich Andrea heißt und dass die in Wirklichkeit ganz anders und wirklich lieb ist, aber Beziehungen kommen immer gut auf der Bühne, weil jeder kennt's. Entweder hast du einen oder hast keinen, es ist immer ein Thema. Weil man natürlich so eine Figur mit all den Attributen belegen kann, die viele Männer von ihren Frauen kennen. Also das ergibt jetzt keine reale Frau, aber es ergibt viele Stückeln, die man von seiner Partnerin auch kennt. Also wenn die Andrea packt, dann packt sie für warm, für kalt, für nicht zu warm, für nicht zu kalt, lauwarm, halb lauwarm, kühl und saukalt. Also für diese 8 Klimazonen sind wir ausgerüstet. Ja? Wir haben mit Handtücher, Strandtücher, Badetücher, für mich ist das alles in Summe auch Fetzen, mit denen ich trocken werde. Das sind 3 Produkte. Jetzt weiß ich es auch. Eine medizinische Erstversorgung, mit denen machst du ein Feldspital in Tansania auf. Na, könnte ich sein, meinst du, von den Erzählungen, Ähnlichkeiten? Ich glaube, da sitzen viele Andreas im Publikum, wir sagen alle, ja, so ist es halt. Sagt die Andrea, es ist apropos Sonne, weil du sagst Sonne. Weißt du eigentlich, dass wir Menschen einen chronischen Vitamin-D3-Mangel haben? Außer die, die am Äquator leben? Sag ich, Andrea, was machen D3 am Äquator? Ich weiß nicht, habe ich das auch? Muss ich sterben? Jetzt gleich? Sag ich, ich darf was, Gluten soll ich nicht essen, ein Weißmehl darf ich nicht essen, das Fleisch ist voller Antibiotika, der Lachs ist tödlich mittlerweile. Und kaum habe ich darum gefunden, was ich essen darf, ist der Transport zu mir fraglich. Sag ich, wenn du noch 5 Minuten mit mir sprichst, brauche ich Infusionen, dass ich durchkomme bis morgen. Ich glaube, meine Frau mag die Andrea. Nein, das weiß ich sogar, weil sie sich erstens einmal distanzieren kann von ihr, weil es zweitens einmal nicht sie ist und weil es... Weil auch die Andrea jetzt ja kein Alien ist, sondern ich glaube, in ganz vielen Frauen, wenn man dann ganz ehrlich zu Hause beim Abschminken steht, sagt man, in mir ist ein Stück Andrea. Genauso wie in den Herren vielleicht ein Stück von dem, von meiner Figur drin ist. Ein bisschen was Wahres ist sicher dabei, ja. Und es wird so aus allen Freundeskreisen, Bekanntenkreisen zusammengeklaubt und dann sind so wahre Geschichten dabei, die nicht unbedingt mich betreffen, aber manchmal schon, manchmal nicht. Also. Vor der Flieger gestanden ist, sind die Leute gestanden. Das ist ein Phänomen, ja? Weil sie glauben, dass die Tür schneller aufgeht, wenn sie so warten. Das ist vollkommen verdrottelt in Wirklichkeit. Ja, aber das ist, ich weiß keiner warum. Ich mag die Leute ja nicht denunzieren. Also wenn sie sich dann sehen, denke ich mir, ja okay, du bist halt komisch. Ich mag ja komische Menschen. Wenn es so perfekt wird, das geht mir ja, diese perfekten Menschen, ich mag die gar nicht. Die finde ich ja langweilig. Ich finde es immer lustig, wenn er so ein bisschen einen Bosch hat. Wenn ich zu Hause A sage, sagt die Andrea automatisch Z. Ja, also ich kann beeinflussen, was sie sagt und wenn du nicht ganz deppert bist, kommst du schön durch. Ja, ja. Gerry Seidel, ein Sonntagskind, das in sein neues Kabarettprogramm neben vielen Pointen auch eine wichtige Botschaft verpackt. Es ist mir wichtig, dass es die Metapher ist, dass ich glaube, dass wir in einer Sonntagsgesellschaft leben.
und dass wir, wenn wir sudern, auf ganz hohem Niveau sudern, und ich weiß schon, dass es Leute gibt, denen es echt auch nicht gut geht, trotz alledem müssen wir ein bisschen über die Grenzen drüber schauen und dann, ich glaube, ein bisschen Demut und Dankbarkeit, das ist nicht schaden. Kabarettist Gary Seidel tourt von nun an durch ganz Österreich.